In einer Autowerkstatt am Giesecken-Kamp eskalierte am Donnerstagnachmittag ein Streit. Laut Augenzeugen zog einer der beiden Männer nach einem Handgemenge eine Waffe und erschoss das Opfer. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Da sind laufen die Ermittlungen jetzt gerade. Mitarbeiter? Wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Okay. Kann ich nichts zu sagen. Im Moment wissen wir auch noch nicht. Der 43-jährige Tatverdächtige flüchtete in einen nahegelegenen Getränkemarkt. Dort wurde er gegen 16 Uhr von einem Sondereinsatzkommando gestellt. Die Schusswaffe trug er bei sich. Warum es zu der Tat kam, ist noch unklar.